Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, ein herzliches Willkommen zu unserem Webinar, unserem ersten Webinar nach unserer längeren Sommerpause. Viele von Ihnen sind ja Stammgäste von Ihnen oder waren zumindest schon einmal dabei bei einem Webinar zur Verkehrspolitik, zur Mobilitätspolitik der Grünen Fraktion im Bayerischen Landtag. Mein Name ist Markus Büchler, ich bin Abgeordneter, wie die meisten von Ihnen wahrscheinlich wissen, der Grünen Fraktion und auch die Verkehrspolitik für die Grüne Fraktion leiten. Wir haben seit, ja, Beginn der Pandemie eine, wie ich finde, sehr interessante und vor allem sehr gut besuchte Webinarreihe. Ich glaube, das ist schon so circa unser 15. Webinar oder so heute. Die meisten kann man auch noch nachhören und nachschauen. Die sind auf meiner Website markusbüchler.de auffindbar. Da gibt es einen eigenen Button dazu, kann man schauen, womit wir uns alle schon beschäftigt haben. Heute beschäftigen wir uns mal wieder ja, mit ÖPNV und Digitalisierung letztendlich. Ich freue mich sehr, dass so viele wieder da sind. Wir haben über 100 Anmeldungen. Manche wissen ja auch schon, dass sie sich anmelden können, auch wenn sie nicht teilnehmen können, aber hinterher die Präsentationen bekommen und dann auch den Link zur Aufzeichnung bekommen, ein paar Tage später, wenn wir das alles aufbereitet und verarbeitet haben. Das ist auch heute wieder so. Wir haben jetzt eine längere Pause gemacht, weil im Sommer ist, glaube ich, eher Badesee und Biergarten angesagt als Webinar. Aber jetzt fangen wir wieder an und gleich mit über 100 Anmeldungen freut uns natürlich sehr. Am Schluss gebe ich noch einen Ausblick auf mindestens ein weiteres Webinar, das schon ansteht und schon terminiert ist und wo man sich schon anmelden kann. Das machen wir dann zum Schluss. Die Webinardauer immer eine Stunde. Wir halten das kurz und kompakt. Was da nicht geklärt werden kann an Rückfragen, machen wir dann im Nachgang per E-Mail. Ja, unser heutiges Thema, die ÖPNV und Digitalisierung sozusagen, ist die Oberüberschrift. Es heißt ein Bus auf Bestellung, On-Demand-Verkehr, Flex im Münchner Verkehrs- und Tarifverbund. Ich begrüße sehr herzlich unsere beiden Referentinnen, auch wenn Sie sich vielleicht wundern, dass Sie erst eine sehen. Wir haben gerade ein technisches Problem noch, weil die Software, die wir hier verwenden, bei der Frau Stefanie Hellenberg, die aber zugeschaltet ist und dann zu uns auf jeden Fall sprechen kann, wenn wir sie nicht vielleicht sogar noch aktivieren können im Bild, eben noch die Schwierigkeiten hat, dass auf dem Dienstgerät die Software läuft. Mal schauen, ob da noch ein Workaround gefunden wird. Aber ein herzliches Willkommen schon mal an Stefanie Hellenberg vom Landratsamt München. Hören Sie mich? Ja, ich hoffe, Sie hören mich auch. Vielen Dank. Ich gebe mein Bestes, aber leider ist das System heute gegen mich. Daher im Verkehrsausschuss vom Kreistag haben wir uns ja noch gesehen auf der digitalen Plattform. Da hat es noch funktioniert, aber hier mit der Software, so andere, gibt es leider Schwierigkeiten. Aber wir hören Sie immerhin und die Präsentation kann unsere zweite Referentin des heutigen Abends zeigen und starten und durchklicken, während Sie, Frau Hellenberg, sprechen werden. Ich begrüße als zweite Referentin die Frau Gesa Vollpass vom Münchner Verkehrsverbund, vom MVV. Herzlich willkommen auch an Sie. Wir haben auch im Hintergrund schon das Werbeplakat für das neue Angebot Flex aufgehängt, sehe ich da. Wir werden jetzt genau hören, was hier gemacht wird. Sie denken sich vielleicht, na ja, on demand, wichtiges Thema, interessiert mich, will ich haben, finde ich gut oder habe ich Fragen dazu. Aber On-Demand gibt es ja schon recht viel. Sie haben vielleicht schon mal vom Axi gehört in Tirschenreuth oder vom Keksi in Kelheim und wie sie alle heißen, die gibt es an vielen Ecken und Enden. Aber das Flex im MVV ist schon was ganz Besonderes und was besonders Innovatives und bietet Sachen, die es sonst meines Wissens in Bayern gar nicht gibt und auch darüber hinaus noch sehr selten sind, nämlich es ist voll integriert in den ÖPNV und nicht irgendeine lokale Extrawurst, die man dann, wo man noch ein paar Euro hinblättern muss, wenn man in das Fahrzeug einsteigt. Das werden wir jetzt aber gleich im Detail hören. Und unsere erste Referentin, an die ich jetzt gleich übergebe, das ist die Stefanie Hellenberg. Eine vorletzte Vorbemerkung noch, wenn während des Vortrags bei Ihnen, bei unserem geschätzten Auditorium, Fragen auftauchen, können Sie die in das Fragetool reinschreiben, in die Toolbox. Viele von Ihnen werden das schon kennen. Sie haben da rechts, ich nehme an, rechts, man kann es ja verschirmen, aber bei mir ist jedenfalls rechts so ein Kasterl mit Fragen und da können Sie das hineinschreiben, was Sie umtreibt. Hilfreich ist, wenn Sie sie kurz fassen und klar ausdrücken, dann wird danach, nachdem wir beide Vorträge gehört haben, der Fabian Norden, mein Mitarbeiter, den ich ebenfalls sehr herzlich begrüße und danke für die Begleitung und die Organisation,
die Fragen sortiert einbringen. Wenn es recht viele sind, werden wir nicht alle schaffen, dann wird es ein bisschen bündeln und ein bisschen konzentrieren. So, jetzt aber Frau Hellenberg, bitteschön. Genau, ich sehe die Präsentation aktuell leider nicht, aber doch jetzt schon, perfekt, danke Gesa. Einmal auch herzlich willkommen von mir und vielen Dank für die Möglichkeit, hier das Pilotprojekt Flex auch vorstellen zu können. Ich hoffe, Sie können mich einigermaßen verstehen. Ich bin über den Umweg Handy aktuell eingeschaltet, da das System im Landratsamt mich leider nicht reinlässt und die IT um die Uhrzeit leider nicht erreichbar war. Genau, wir würden gleich einmal starten mit der ersten Folie und nochmal eine kurze Einordnung geben, wo wir uns aktuell eben ja verorten. Wir haben eben verschiedene flexible Angebotsformen im ÖPNV. On-Demand-Service ist ja eigentlich ein Begriff, der relativ gut bekannt ist und auch ja in vielen Projekten in Deutschland schon benutzt wird. Um das Ganze aber nochmal so ein bisschen einzuordnen, haben wir nochmal eine Beispielfolie mitgebracht. Im MVV ist es nämlich so, dass wir auch schon einen anderen Bedarfsverkehr haben. Das ist das Ruftaxi. Und der große Unterschied zum Flex, den wir jetzt neu eingeführt haben, ist eigentlich, dass wir ein fahrplanbasiertes Bedarfssystem haben oder einen Bedarfsverkehr, das Ruftaxi. Dieser fährt mit Fahrplan in einer Korridor- oder einer Sektorform. Das sehen wir oben blau umrandet. Und hat quasi einen Fahrplan zugrunde liegen und eine bestimmte Bedienrichtung. Im Vergleich dazu haben wir den Flex, welcher eben komplett ohne Fahrplan, komplett frei in der Fläche in ja jegliche Fahrtrichtung quasi in diesem Gebiet unterwegs ist, also ein Flächenbetrieb. Gesa, magst du einmal weiterklicken? Genau. Die nächste Folie zeigt uns dann eigentlich direkt, was ist das Ziel oder was sind so die Kernpunkte von unserem Pilotprojekt. Wir haben eben eine freie Bedienung in der Fläche. Das bedeutet, es sind lediglich Zeit und Raum vorgegeben. Das heißt, wir haben ein Zeitfenster, in dem dieser Verkehr fährt und eben Außengrenzen der Fläche. Wir haben virtuelle und stationäre Haltestellen und fahren komplett flexibel und nur dort, wo Bedarf ist, also bedarfsgesteuert ohne Fahrplan. Die Bereitstellungszeit, in der in der Regel das Fahrzeug nach der Buchung bei einem ist, das heißt, ich buche ad hoc, also jetzt direkt, und habe dann innerhalb von 15 bis 20 Minuten ein Fahrzeug bereitgestellt, ist relativ kurz im Vergleich zu eben anderen herkömmlichen Verkehren oder einem fahrplanbasierten Verkehr, wo man eben immer fixe Abfahrtszeiten hat. Wir haben ein Ride-Sharing, wo eben Fahrtenwünsche zusammengelegt werden, also gepoolt werden, noch mit Fahrer, da das Ganze natürlich relativ viel Potenzial bietet, in Zukunft auch autonom unterwegs zu sein. Das Ganze ist ein neues, primär digitales Angebot und hat eben einen hohen Lerneffekt. Das heißt, die Kunden oder Fahrgäste müssen sich auch erst daran gewöhnen. Auf der Grafik, die dort ist, haben wir nochmal ein ganz gutes Beispiel, wie man sich das Ganze vorstellen kann. Man sieht unten links, Person 1 hat gebucht und steigt in das Fahrzeug ein. Dann fährt das Fahrzeug und sammelt Person 2 und 3 ein. Das sind dann alles quasi virtuelle Haltestellen, also zusätzliche Ein- und Ausstiegspunkte, keine Regionalbushaltestellen mit H-Zeichen. Dann fährt man aber weiter zu einer regulären Bushaltestelle und Person 1 steigt in den normalen Linienverkehr um. Und Person 2 und 3 steigen wieder an einer virtuellen Haltestelle aus. Das bedeutet, wir verknüpfen also ein sehr flexibles, bedarfsgerechtes Angebot mit den Vorteilen, die eben der herkömmliche, konventionelle Linienverkehr schon hat. Gesa, magst du weiterklicken? Genau. Wann und wie fahren wir eigentlich? Das Ganze ist ein Pilotprojekt im Landkreis München. Der Pilotbetrieb hat am 17. Oktober, also diesen Montag, gestartet und wird erstmal 2 Jahre fahren. Es gibt aber eine Verlängerungsoption um 2 weitere Jahre. Das heißt, der Pilotbetrieb an sich kann maximal 4 Jahre betrieben werden. Der ganze Pilotbetrieb wird fortlaufend evaluiert. Das bedeutet, für die 2 Jahre Betrieb haben wir eine fortlaufende Evaluation und werden konstant sowohl operative Themen als auch die systemseitigen Themen betrachten. Insbesondere wichtig sind uns dabei die Erkenntnisse zu den verkehrlichen Bedarfen, betrieblichen Aufwänden, organisatorische oder systemseitige Rahmenbedingungen und natürlich das Thema Kosten. Als großes Ziel des Pilotbetriebs ist es, dass wir am Ende eine Übertragbarkeit auf weitere Anwendungsfelder im Landkreis oder aber auch im MVV-Raum und natürlich die Frage der Ausweitung des Pilotgebiets beantworten können. Das Ganze ist auch gefördert durch den Freistaat. Deswegen unten das kleine
Förderlogo, was da eingefügt ist. Und Sie sehen auch schon das Flex-Logo. Magst du einmal weitermachen, Gesa? Wo fahren wir eigentlich? Wir fahren im Landkreis München, im südlichen Landkreis München, und zwar im Tagverkehr in Aying, Brunthal und Sauerlach zwischen 5 und 22 Uhr und stellen hier insbesondere, man sieht es auch auf dem grünen Gebiet, eine Verknüpfung zu den S-Bahn-Haltestellen her, um eben zum Schienenverkehr einen Umstieg zu ermöglichen. Es ist ein relativ spannendes Gebiet. Wir sind hier relativ ländlich unterwegs, haben aber eine sehr große Ausstattung, ja eben, oder eine große Anbindung an die S-Bahn. Und wollen diesen Vorteil nutzen, aber gerade die Tangentialen zwischen diesen Gemeinden stärken, die bis jetzt eher schwächer sind. Im Nachtverkehr haben wir eine andere Besonderheit. Dort fahren wir in Taufkirchen, in Oberhaching und Unterhaching, und zwar zwischen 22 und 6 Uhr. Und haben Verknüpfungshaltestellen in der Landeshauptstadt München. Das heißt, am Ostbahnhof und in Neuperlach kann man ebenfalls in den Flex einsteigen und sich dann in das hier blau hinterlegte Bediengebiet fahren lassen und auch komplett frei innerhalb des Bediengebietes fahren. Ziel ist hier insbesondere auch in Bedienlücken der S-Bahn und nachts ein durchgehendes und gutes Angebot zu schaffen. Genau, wie kann man das eigentlich schaffen? Dafür brauchen wir virtuelle Haltestellen. Und haben dafür mehr als 100 virtuelle Haltestellen hinzugefügt. Das bedeutet, wir nutzen alle vorhandenen MVV-Regionalbus-Haltestellen und zusätzlich eben virtuelle Haltestellen. Diese sind nicht durch ein H-Schild gekennzeichnet, sondern durch dieses schöne Marketing-Schild an der Seite. Wenn ich ein Video hätte, könnten Sie es auch gerade hinter mir sehen. Es hängt auch groß in meinem Büro ausgedruckt. Die Besonderheit hier ist, dass wir quasi klar definierte Ein- und Ausstiegspunkte haben, um uns zum einen zum Taxiverkehr abzugrenzen, aber eben auch, um uns in das ÖPNV-Gesamtsystem einzufügen, also eine klare Verknüpfung herzustellen und auch sichtbar im Raum zu sein. Das Ganze ist in den MVV-Farben gehalten, das heißt, es gibt einen Wiedererkennungswert, der ähnlich wie die Regionalbushaltestellen eben dieses neue, schicke MV-Design hat. Was vielleicht noch wichtig ist, ist, dass wir eben auch im ländlichen Raum mit den virtuellen Haltestellen eine sehr, sehr gute Anbindung schaffen können. Dadurch, dass wir in allen Ortsteilen mit mehr als 200 Einwohnern alle 200 Meter eine reguläre oder virtuelle Haltestelle geschaffen haben, ist eben eine sehr gute Erreichbarkeit für fast alle Einwohner da. Ich glaube, wir haben es analysiert und wir kommen auf 80 bis 90% aller Einwohner, die in 200 Metern Entfernung eine Haltestelle haben, sowohl im Tag- als auch im Nachtverkehr. Da würde ich dann an Gesa übergeben, die jetzt vielleicht noch ein bisschen was zu den spannenden Besonderheiten bezüglich der Systemeinbindung erklären kann. Genau, sehr gerne. Vielen Dank. Genau, wie das Ganze technisch und tariflich vollständig in den MVV integriert ist, dazu würde ich jetzt ein bisschen was sagen. Keine Angst vor der komplizierten Grafik, das soll nur darstellen, wie die ganzen Hintergrundsysteme zusammenspielen. Wir haben eben geschaut, dass wir auf den Bestand aufsetzen, das heißt, wir hatten schon ein Buchungs- und Dispositionstool für die MVV-Ruftaxiverkehre und haben eben geschaut, dass wir das weiter ausbauen. Damit wir hier auch Synergien nutzen können zum Bestand und für den Fahrgast das auch so einfach wie möglich machen. Das Besondere ist, ich werde es auch gleich noch zeigen, dass es eben in der normalen Fahrplanauskunft mit integriert ist. Also wir sehen das nicht als Zusatz zum ÖPNV, sondern wir sehen es als ÖPNV, also komplett integriert. Das spiegelt sich sowohl darin wider, dass man es zum ganz normalen MVV-Tarif nutzen kann, und zum anderen, dass es eben tiefenintegriert in die Auskunft ist. Das heißt, ich bekomme sowohl Direktverbindungen innerhalb des Gebiets angezeigt, wenn ich danach suche, aber eben auch intermodale Buchungen. Das heißt, dass intermodale Wegstrecken, in dem Fall, ich fahre zum Beispiel vom Marienplatz aus mit der S-Bahn raus und kriege dann eben direkt einen Anschluss mit dem Flex zu meinem Ziel, diese Verknüpfung zum SPNV da gleich mitgedacht ist. Ein ganz wichtiger Punkt auch für den ÖPNV ist, finde ich, immer diese Verlässlichkeit, zumindest meistens, dass man meistens sind On-Demand-Verkehre immer mit Spontanbuchungen. Also es ist immer dieses, ich will jetzt gerade wohin, aber ich denke, des Öfteren weiß man ja doch, wann man wohin will, schon vorher und vielleicht sogar schon einen Tag vorher, und möchte auch sicher gehen, dass man dann auch befördert wird. Das heißt, wir haben eben Vorausbuchungen, wir haben Dauerbuchungen,
die wir den Kunden anbieten, aber auch die Spontanbuchungen, um hier eben alle Zwecke mit abzudecken. Außerdem eine Parallelverkehrsvermeidung, das heißt, der Flex wird eigentlich nur angezeigt, wenn ich zu dem Zeitpunkt keine sinnvolle ÖPNV-Verbindung habe, damit wir hier nicht komplett parallel zum Bestandsangebot fahren. Buchen kann man über App, über Desktop und übers Callcenter. Das ist auch hier in der Grafik nochmal dargestellt. Am Ende greifen alle diese Buchungsmöglichkeiten auf das gleiche Disposystem zu. Das heißt, egal ob ich jetzt per App buche oder ob ich anrufe, wenn ich anrufe, dann gibt jemand im Callcenter einfach in das gleiche Buchungssystem diesen Fahrtwunsch ein und bucht quasi für mich. Und was natürlich auch gut ist, in der Dispo am Ende kann man kilometergenau auch abrechnen gegenüber dem Verkehrsunternehmer. Das ist hier alles integriert. Ich zeige jetzt mal ein bisschen anschaulicher als auf diesem Bild dargestellt, was das für den Fahrgast bedeutet. Nicht weiterklicken. Genau, also die unterschiedlichen Kanäle habe ich gerade schon erwähnt. Zum Beispiel mit der neuen MVV-App. Da muss ich einschränkend sagen, für Android-Nutzer ist sie schon verfügbar seit letzten Freitag. Wurde abgedatet. Für iOS hinken wir ein bisschen hinterher. Da könnte es noch so eine Woche dauern. Haben wir gerade noch ein paar Probleme mit dem Ticketshop. Ab dann auch für iPhone-Nutzer verfügbar. An sich sind hier die verschiedenen Schritte mal gezeigt, wie das vom Layout dann aussieht. Also ich gebe eine Fahrtverbindung ein, kriege dann hier zum Beispiel die Verbindung mit S-Bahn und Flex auf der Fahrtdetailseite. Also wenn ich eins davon anklicke, ich zeige auch gleich noch ein kurzes Video dazu, wird mir gesagt, dass ich das Ganze buchen muss. Dann gibt es die Buchungsseite, wo ich verschiedene Angaben noch machen kann zu Personenanzahl, Rollstuhlplätzen, Kindersitzen etc. Und wenn ich dann gebucht habe, wird mir auch ab ungefähr 15 Minuten vorher in einer Live-Map angezeigt, wann das Fahrzeug denn bei mir ist. Das ist natürlich die komfortabelste Art, es zu buchen. Es ist eben auch ein digitales Produkt. Wir haben aber, weil uns das ganz wichtig war, auch darauf geachtet, dass es auch noch andere Buchungsmöglichkeiten gibt. Dazu komme ich gleich. Ich würde jetzt erstmal schauen, ob das mit dem Video funktioniert. Ich habe nämlich gestern mal gebucht in unserer Public Beta Version von iOS und würde mal kurz zeigen, wie das Ganze aussieht. Also man gibt hier den Zielpunkt ein, wo man hin möchte. In dem Fall wollte ich nach Gumperzhausen, habe das T vergessen, er hat es trotzdem gefunden, wie man sieht. Dann rechnet er, gibt mir hier eben ÖPNV-Verbindungen aus oder die Verbindung mit dem Flex. Tarif wird auch gleich mit angezeigt, weil wir uns ja hier im normalen MVV-Tarif bewegen. Dann sehe ich hier auf der Detailseite den Flex-Buchen-Button. Wenn ich da draufklicke, komme ich auf diese Seite. Dort kann ich jetzt verschiedene Personenzahlen einstellen, einen Rollstuhlplatz buchen, Kindersitze buchen. In dem Fall sieht man jetzt auch, ich wollte zwei Kindersitze buchen. Wenn ich aber nur zwei Personen habe, einen Rollstuhl, zwei Kindersitze, dann sagt er, das geht nicht. Ansonsten kann man hier auch zusätzliche Angaben machen. Dann auf Buchen klicken. Ich sehe leider nicht immer, was ich genau geklickt habe. Genau, hier die Buchung ist erfolgreich. Dann kann man nochmal extra zum Ticketshop geschickt werden. Ansonsten kann man über einen Klick auf diese Schaltfläche, auf diese blaue, sich noch verschiedene Aktionen anzeigen lassen, beispielsweise die gesamte Route, weil man ja wissen wollte, welche S-Bahn wollte ich nochmal nehmen und wie komme ich dann von der S-Bahn zum Flex. Das kann man sich ja alles mit anzeigen lassen, inklusive durchschnittlicher CO2-Einsparung. Ansonsten kann man über diesen Klick auch noch sich die Tickets anzeigen lassen, die man dafür kaufen kann und direkt zum Ticketshop gehen. Und ab 15 Minuten vorher, das war, habe ich jetzt leider nicht mehr mit drauf, weil das zu spät war, eben diese Live-Map, wo dann das Fahrzeug, wenn es kommt, auf mich zufährt. Und auch wieder stornieren, was jetzt in dem Fall gemacht habe. Die Fahrt wird storniert, weil das ja alles schon im Live-System war. Genau, das war das kurze Video zum Buchungsprozess. Wenn man sich aber schwer tut mit Apps oder Smartphone-Verweigerer ist,
Dann kann man auch noch über die Auskunft buchen, also über unsere ganz normale Web-Oberfläche unter mvv-auskunft.de. Sieht dann nicht ganz so schick aus und man kriegt auch nicht alles live dann nochmal zurückgespiegelt, die veränderten Abfahrtszeiten. Aber es ist eben möglich. Oder per Telefon ist auch rund um die Uhr erreichbar, die Hotline, weil wir die zusätzlich auch fürs Ruftaxi und für unseren normalen Kundendialog mitnutzen, kann man eben auch telefonisch buchen. Ich habe ja auch nochmal die Nachteile, die die telefonische Buchung hat, mit aufgeschrieben, weil für uns ist es natürlich einfacher, wenn per App gebucht ist. Man kann in Kontakt treten, man kann geänderte Abfahrtszeiten mitteilen, die Leute können unterwegs eben nochmal schauen, wo ist jetzt genau die Haltestelle, wo kommt der jetzt hin. Es ist doch weniger fehleranfällig, wenn die Leute per App buchen. Trotzdem möchten wir es eben zur Verfügung stellen und es ist auch eher politisch gewollt, dass man so eben allen die Möglichkeit gibt, den Flex nutzen zu können. Dann sieht man jetzt noch ein technisches Frontend, was man sonst nicht so oft zu sehen bekommt. Das ist die Fahrer-App. Also wir haben in den Kleinbussen, die fahren, Tablets drinnen, wo die Fahrtaufträge dann aus dem Dispositionstool direkt in die ins Auto gepusht werden. Und hier wird zum Beispiel angezeigt, gibt es einen Rollstuhlplatz, gibt es Kindersitze, die gebucht sind und so weiter. Und man kann sich dann in einem Splitscreen eben die Navigation anzeigen lassen, damit man pro Teilstrecke dann zum nächsten Fahrgast geroutet wird. Die Fahrzeuge sehen leider noch nicht so aus, das sieht man gleich noch auf dem Pressefoto. Es gab nämlich Lieferprobleme. Kennen gerade alle, die sind noch nicht da, die neuen Fahrzeuge. Jetzt haben wir Gebrauchtfahrzeuge im Einsatz. Und genau, das sieht man gleich noch. Ansonsten haben wir in unserem neuen Design, man sieht es auch schon an der Präsentation, wir haben ja vor einer Woche, haben vielleicht der ein oder andere gesehen, das neue MVV-Design und neue Logo rausgebracht. Und da auch unsere erste Marketingkampagne ist jetzt für den Flex, die schon im neuen Design ist. Genau, wir haben hier verschiedene Zielgruppen für Nacht- und für den Tagverkehr und eben so typische Anwendungsfälle, für die man den Flex zum Beispiel nutzen kann. Also statt Einkäufe halbschleppen, statt heute fährst du oder statt nachts Mama wecken. Das sind die ersten Werbemotive. Nicht wundern, die hängen jetzt nicht in Großplakat irgendwo draußen, sondern das wird vor allem eine Online-Kampagne, die wir aber erst starten, wenn wir auch mit iOS live sind, mit der App, damit, genau, weil wir glauben, dass es dann auch mehr Sinn macht, dann haben wir es noch ein bisschen Puffer für den Start. Ansonsten noch zur Betriebsaufnahme, wie angekündigt, hier sieht man das Fahrzeug, wie es jetzt gerade aussieht. Es ist ein kleines Flex-Logo, das sieht man auf dem Bild, ist nicht so gut. Auf jeder Seite ist ein Flex-Logo drauf, das heißt, man erkennt trotzdem, dass es der Flex ist. Es sind jetzt gerade noch die weißen Gebrauchsfahrzeuge. Der Betrieb wurde europaweit ausgeschrieben und die Firma Geldhauser hat den gewonnen und uns netterweise auch diese Gebrauchtfahrzeuge sehr unkompliziert mit zur Verfügung gestellt. Das heißt, wir konnten trotzdem pünktlich starten, obwohl die Fahrzeuge noch nicht angekommen sind. Die Förderung hat die Frau Hellenberg schon angesprochen. Und ja, noch ein bisschen Rechtliches. Genehmigt sind wir nach dem neuen Paragraph 44 Linienbedarfsverkehr. Also sind ganz normal im ÖPNV genehmigt. War für uns jetzt auch der erste Verkehr, der nach der Novellierung des PBFG so genehmigt wurde. Genau, das wäre es soweit gewesen. Hier noch unsere Kontaktdaten, falls wir mit der Fragerunde nicht pünktlich durchkommen. Und vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ja, super. Vielen herzlichen Dank, Frau Hellenberg. Frau Volpers, es hat ja doch super geklappt jetzt. Schade, dass wir kein Video haben von Ihnen, Frau Hellenberg, aber insgesamt hat es perfekt geklappt und war alles gut verständlich und ohne weitere technische Probleme. Vielen Dank für die tolle Präsentation, auch dass wir die im Nachgang den Angemeldeten zur Verfügung stellen dürfen und dass wir sie die Aufzeichnung online stellen dürfen. Ich glaube, Sie beide haben als Projektleitung hier echt was Innovatives auf die Beine gestellt und in den letzten Monaten oder ja, ich glaube, es sind sogar über ein Jahr, es ist schon oder 2 Jahre gar intensiv daran gearbeitet und hier eine ziemlich ja, neue Leistung, die sehr bahnbrechend ist und Meilenstein ist, auf die Beine gestellt.
natürlich unterfüttert und beauftragt vom größten und reichsten Landkreis Bayerns, der halt auch das Volumen hat, so mal ein bisschen zu improvisieren und was, oder was, also das heißt improvisieren, was Innovatives auszuprobieren und was auf die Beine zu stellen, wovon ja aber dann vielleicht andere wiederum auch profitieren können. Und deswegen, das ist auch der Gedanke gewesen, warum wir dieses Projekt, dass wir im Landkreis München, also ich gehöre auch dem Kreistag München an, dem, für die, die das nicht wissen, daher kenne ich das Projekt halt auch von Anfang an, weil wir das in unseren Gremien beschlossen, beraten und beschlossen haben. Dass die Idee, dass wir das hier auf dieser Bühne mal bayernweit für die Interessierten präsentieren und zeigen und eben dieses Projekt und nicht eins der vielen anderen auch guten und wichtigen Bedarfsverkehre, die es in Bayern gibt, weil ich der Auffassung bin, dass das eben ein besonders innovatives System ist, weil es eben so voll integriert ist in den Tarif- und Verkehrsverbund, so wie Sie es ja auch gerade sehr schön und verständlich dargestellt haben. Wir warten noch auf Fragen. Es sind schon ein paar wenige Fragen eingetroffen, die auch sehr gut sind, die wir dann auch gleich aufrufen, die der mein Mitarbeiter, der Fabian Norden, gleich zur Sprache bringen wird. Aber ich möchte Sie ermuntern, weitere Fragen reinzubringen. Alles, was Ihnen noch offen geblieben ist, was Sie interessiert, vielleicht auch zu den Kosten möglicherweise, schreiben Sie rein, damit es zur Sprache kommt. Um die Minute, bis Sie Ihre Fragen tippen, vielleicht gerade noch zu überbrücken, möchte ich noch nachholen, was ich eingangs noch nicht gemacht habe, nämlich noch ein bisschen sagen, wer denn so alles in der Runde hier ist. Denn wenn wir in einem Saal sitzen würden, bei einer physischen Veranstaltung, dann wären wir zwar wahrscheinlich nicht 65, aber wir könnten uns sehen und wüssten, wer ist denn da. Deswegen kurz genannt, nicht alle Namen, aber so ein bisschen in Gruppen gebündelt. Wir haben Interessierte da vom ADFC, vom Fahrradclub und Leute vom Radentscheid. Also obwohl es ja hier nicht um Fahrrad geht, freut mich, dass auch aus anderen Bereichen des Umweltverbundes Leute hier sich interessieren. Wir haben VertreterInnen da von Stadtwerken, von Kommunen. Wir haben Unternehmen, VertreterInnen da von Unternehmen, sowohl Omnibusunternehmen als auch Eisenbahnunternehmen. Wir haben Leute da von verschiedenen bayerischen Verkehrsverbünden, also nicht nur vom MVV, sondern auch Zaungäste aus anderen Bereichen. Wir haben jemanden von der Bayerischen Eisenbahngesellschaft hier da. Wir haben jemanden von Taxiunternehmen, von einem Taxiunternehmen da. Und wir haben vor allem, was mich besonders freut, sehr, sehr viele KommunalpolitikerInnen, gerade aus dem ländlichen Raum da. Und gerade da ist natürlich ein Bedarfsverkehr besonders sinnvoll und besonders interessant, dort, wo der ÖPNV dünn besiedelte Räume erschließen soll in der Zukunft. Bis vielleicht noch die ein oder andere Frage reinkommt, noch eine eher scherzhafte Nachfrage ist, ich wusste gar nicht, dass es diese 440er-Nummern, Telefon-Hotline, Kundendialog gibt, kann ich dann da immer anrufen, wenn meine S-Bahn zu spät ist und mich meinen Ärger loswerden oder für was ist das gedacht? Also ist eher für Verständnisfragen gedacht. Ja, aber es gibt auch bei der S-Bahn eine Hotline, wo man direkt anrufen kann. Genau. Okay, schade. Gut, dann würde ich an den Fabian übergeben, dass wir vielleicht die ersten Fragen dran nehmen. Ja, gerne. Da sammeln sich tatsächlich in der Tat schon einige. Ich würde mal mit ein paar technischen Rückfragen, vor allem aus der Anwenderinnensicht, starten. Tatsächlich so Dinge wie, wie viele Personen passen denn in einem Bus? Muss ich immer vorab buchen? Kann ich spontan mitfahren? Wie ist das, wenn es vom Routing her nicht ideal ist? Kann es auch sein, dass ich dann mal nicht da rausgelassen werde oder an der nächsten Haltestelle? Und dann auch generell zur App werden ja wahrscheinlich diverse Aktualisierungen nötig sein. Geht das im laufenden Betrieb oder wird dafür pausiert? Ich mache mal kurze Pause und bitte um Antworten in der ersten Runde. Ah ja, und ich darf noch mich selber korrigieren. Ich bin aus der Übung über die lange Sommerpause. Ich habe falsch in das Tool geschaut. Da war ja schon eine ganz lange Liste an Fragen da, nicht nur ganz wenige. Also das war ein Schmarrn von mir, dass da noch ganz wenig da ist. Sorry. Genau, dann fange ich mal an. Es waren jetzt viele Fragen auf einmal. Wir haben verschiedene Parameter im Tool hinterlegt. Vielleicht fange ich damit mal an, das zu erklären. Und dafür ist das Pilotprojekt auch mit da, dass wir hier eben in den verschiedenen Anwendungsräumen, die ja durchaus eben im Tagesgebiet sehr ländlich und im Nachtgebiet mit Anschluss an die Landeshauptstadt im suburbanen, fast schon städtischen Raum liegen, um bestimmte Dinge auch auszutesten. Also wie viel Umweg ist denn okay noch für die Fahrgäste? Um zu poolen. Also weil es ist klar, je mehr man poolen möchte, desto
besser am Ende das Ergebnis, sowohl von den Kosten als auch von der Umweltbilanz her. Je mehr Leute ich gleichzeitig im Fahrzeug transportiere, desto besser. Aber man muss hier eben abwägen zwischen, was ist noch zumutbar für den Fahrgast. Man will den ja auch nicht einmal im kompletten Gebiet rumfahren, um einen kleineren Weg hinter sich zu bringen. Das heißt, da können wir wirklich auch, oder haben wir auch vor, wirklich im Pilotgebiet zu testen und auszuprobieren. Die Sitzplatzkapazität ist unterschiedlich. Ich weiß gar nicht, ob ich das vorhin gesagt habe. Wir haben insgesamt 7 Fahrzeuge in der Spitze zur Verfügung. Meistens aber eher so um die 4 im Einsatz in den meisten Zeiten. Und davon sind 2 barrierefrei. Da haben wir ein bisschen weniger Sitzplätze. Da haben wir 5 Sitzplätze plus den Rollstuhlplatz. Und bei den nicht barrierefreien Fahrzeugen haben wir 7 Sitzplätze im kleinen Bus zur Verfügung. Genau. Und die können auch aufgefüllt werden. Also ich kann auch für 7 Personen buchen, auch mit einer Buchung über die App zum Beispiel. Ich konnte ja vorhin die Personenzahl hochzählen. Genau, zusätzlich haben wir eben 2 Kindersitze pro Fahrzeug, dass man auch tatsächlich als Familie mit 2 Kindern mitfahren kann. Mussten da auch abwägen, wie viel können wir mitnehmen und immer vorhalten zu dem Komfort. Da wollen wir auch lernen, wie wichtig ist das eigentlich. Ansonsten haben wir alles im Bestand, also ohne Pausieren im Bestand umgesetzt. Und auch deswegen, wir sind jetzt gerade ein bisschen spät dran mit iOS, weil wir eben aufgrund des Ticketshops nicht live gehen können, weil Ticketshop schlägt Flexbuchung. Wenn die Leute keine Tickets mehr kaufen können über unsere App, dann kriege ich mit einer anderen Abteilung Probleme. Deswegen, wir machen das alles in der Bestands-App und eben keine neue App. Dadurch haben wir viele Abhängigkeiten zum Bestand. Und es war uns aber sehr wichtig, um eben auch alle zu erreichen. Und nicht noch eine neue App rauszubringen, mit der man dann nur on demand beziehungsweise nur den Flex buchen kann. Ich weiß nicht, ob ich alle Fragen beantwortet habe. Doch, das ist soweit, glaube ich, schon der Großteil jetzt mit drin gewesen. Ich würde mal weitermachen, weil es einige Rückfragen zur Mitnahme von Menschen mit körperlichen Einschränkungen gab. Wurde ja auch zwischendurch genannt, dass das im Buchungsvorgang mit angegeben werden kann, dass zum Beispiel der Rollstuhlbedarf der Berücksichtigung findet. Da kann aber einige konkrete Nachfragen, wie das dann genau aussieht. Also gibt es dann eine Hilfestellung durch die Fahrerinnen oder Fahrer, beziehungsweise eine Rampe oder einen Lift oder solche Dinge. Ich würde gleich noch mit reinnehmen, eine andere technische Frage, wo es darum ging, ob die Fahrzeuge lokal emissionsfrei bzw. elektrisch sind und inwiefern es auch bestehende konventionell angetriebene Fahrzeuge ersetzen soll. Ich mache noch mal kurz Pause und habe dann noch mal einen Schwung. Ja, genau, fange ich mit der. Wenn Sie sich zu Wort melden möchten, wir können uns natürlich visuell schlecht verständigen. Sie machen sich bemerkbar, bitte. Genau, ich würde mal anfangen. Steffi, gerne ergänzen dann einfach sonst. Zu den alternativen Antrieben bzw. elektrischen Antrieb haben wir leider im Pilot jetzt noch nicht, weil wir gesagt haben, für die kurze Dauer und weil wir ja erstmal ausprobieren und gar nicht wissen, ob das ein langfristiges Projekt wird, war tatsächlich die Komplexität einfach zu hoch mit den Ladevorgängen, mit der Ladeinfrastruktur, was man bei so einem freien On-Demand ja einfach noch mal komplexer ist zu planen als jetzt bei einem fahrplanbasierten Verkehr. Deswegen ist es für den Pilot leider noch nicht elektrisch. Sobald das aber in eine Verstetigung geht, ist der ganz klare Plan, das elektrisch zu machen. Zu den mobilitätseingeschränkten Personen. Wir haben eben 2 Fahrzeuge mit jeweils einem Rollstuhlplatz, der auch, und da würde ich Steffi gerne korrigieren, falls ich jetzt Schmarrnrede, auch für große und elektrische Rollstühle geeignet ist und dann auch mit einer Rampe und der Fahrer hilft dort auch. Genau, also das war ein wichtiger Punkt. Ich versuche es einfach mal, ob man mich hört. Das war auch ein ganz wichtiger Punkt, dass es uns eben wichtig war, möglichst ja, barrierefrei eben auch diese Fahrzeuge anbieten zu können, weil wir eben wissen, dass es eine große Nutzergruppe ist, die eben bis jetzt im ÖPNV viele Herausforderungen eben auch vor sich hat.
dass wir eben hier möglichst wenig weitere Barrieren schaffen, sondern eher weitere abbauen. Das heißt, diese Fahrzeuge sind wirklich mit einer Rampe versehen, wo alle großen elektrischen Rollstühle eigentlich auch mitgenommen werden können. Das wurde extra beachtet. Das heißt, die Fahrzeuge sind sogar größer geworden, als wir es erst kalkuliert haben, weil eben diese Fahrzeuge besser geeignet sind, um Rollstühle einzuladen und eben ja komfortabler sind. Vielleicht auch noch, ich glaube, das war vorhin so ein bisschen untergegangen, da war noch die Frage nach Spontanbuchung. Es ist natürlich immer möglich, spontan zu buchen. Das ist eigentlich die große Stärke von so einem ja, On-Demand-Service. Aber wir haben eben auch diese Besonderheit, dass man zusätzlich auch regelmäßige Buchungen, Vorausbuchungen und wiederkehrende Buchungen einstellen kann, um eben nicht nur komplett spontan flexibel zu sein, sondern auch geplant flexibel fahren zu können. Gut, es sind jetzt wirklich echt arg viele Fragen. Manche wiederholen sich auch. Insofern dürft ihr durchaus mal ein bisschen auf die Bremse treten, sonst kommen wir nicht mehr hinterher. Das ist genau das Gegenteil, was ich behauptet habe. Ich habe mir auch erlaubt, einige selber gleich zu beantworten, da ich das Projekt des Kreiswarte auch kenne und ein paar Sachen, die auch so in die politische Steuerung Richtung fragen, habe ich gleich mit erledigt. Also wer da reinschaut, kann das auch sehen, da ich die Antworten immer an alle gesendet habe. Da sieht man ja auch die Fragen hoffentlich. Fabian, bitte. Ja, dann würde ich weitermachen mit einer häufigen Frage. Da geht es vor allem um die Anschlusssicherung zu bestehenden ÖPNV-Angeboten und der potenziellen Integration von weiteren Unternehmen, Busunternehmen, anderen Fahrdienstleistungen oder Betreiberinnen, sowohl was die Bedienzeiten angeht, also in welchen Tages- und Nachtzeiten das Angebot verfügbar sein soll, als auch natürlich der geografische Rahmen oder einfach weitere Schnell- und Schienenpersonennahverkehre, wie dass man sich das auch vorstellen kann, eventuell als Schnittstelle zu anderen Landkreisen, wie da Kooperationen vielleicht auch in Zukunft angedacht werden. Genau, das ist jetzt ein relativ großer Block, den will ich mal kurz so als Einzel rumstehen lassen. Bitte. Genau, also Anschluss ist ein sehr schwieriges Thema. Aber auch ein sehr wichtiges Thema. Wir haben keine Anschlusssicherung. Also wir versichern dem Fahrgast nicht, dass er mit dem Flex den Anschluss bekommt. Aber wir haben das als Fixpunkt hinterlegt. Das heißt, wir haben ja ansonsten Pooling-Puffer, wie wir die Fahrt verschieben dürfen. Also wenn sich noch jemand drauf bucht, dann haben wir da Flexibilität uns gelassen. Außer jemand bucht wirklich intermodal mit einer S-Bahn-Fahrt. Dann ist da quasi fix, also da ist dann eine Umsteigezeit eingeplant und das darf dann nicht mehr nach hinten geschoben werden. Das System weiß, hier ist eine S-Bahn-Fahrt im Anschluss. Allerdings nur, wenn derjenige es auch mit S-Bahn bucht. Also wenn ich jetzt nur beispielsweise von Gumpertshausen nach Sauerlach Bahnhof fahre, dann weiß das System ja nicht, dass ich mit der S-Bahn weiterfahren will und mit welcher S-Bahn. Das heißt, ich muss dann schon in die Auskunft eingeben, ich will von Gumpertshausen zum Marienplatz oder zum Isartor oder wo auch immer ich hin möchte. Und dann wird es abgespeichert im System, dass es hier eine Anfrage mit S-Bahn im Nachgang ist und dann stimmen wir das darauf ab, dass das im Normalfall gehalten werden sollte. Genau, das war Anschluss. Ja. Die zweite Frage, ich kann es gerne übernehmen, ging um Ausweitung, Verstetigung, glaube ich, und Anschluss anderer Landkreise, Schnittstellen, andere Gebietskörperschaften etc. Zum einen erstmal vielleicht das Thema weitere Verkehrsunternehmer. Das wäre eben so, wenn wir jetzt weitere Verkehre ausschreiben als Landkreis München, der Landkreis sich dafür entscheiden würde, weitere Flexgebiete auszuschreiben, dann würde das ganz normal ausgeschrieben werden und dann könnten sich eben auch die Verkehrsunternehmer darauf bewerben, sodass es natürlich auf Dauer auch mehrere Verkehrsunternehmer geben kann, die dieses Angebot fahren. Der bisherige Verkehrsunternehmer kann sich natürlich auch trotzdem wieder bewerben, wenn er das möchte, aber theoretisch ist es so, dass wir jeden Verkehr natürlich ausschreiben müssen, um diesen dann auch weiter vergeben zu können. Das Thema Ausweitung, Verstetigung. Wir werden uns jetzt im Pilot ganz genau angucken, ob eben unsere Kalkulation der Fahrzeuge, der Fahrzeugkilometer
und eben auch der Angebotsqualität so passen, wie wir sie uns ja vorstellen, um dann eben natürlich Anpassungen vorzunehmen. Das bedeutet, wenn wir sehen, dass die Fahrzeuge komplett überausgelastet sind, dann müssen wir natürlich schauen, dass man danach steuert. Umgekehrt genauso natürlich, wenn wir sehen, dass die Fahrzeuge vielleicht noch Kapazitäten frei haben und man vielleicht das Gebiet auch erweitern könnte. Das ist aber eben das, was wir in diesem Pilot auch vorhaben, also nicht nur das System weiterzuentwickeln, sondern wirklich auch im Betrieb zu schauen, was kann man da optimieren, damit wir am Ende ein ja gelungenes Produkt haben. Wir haben jetzt schon Anfragen auch, immer in andere Landkreise zu fahren oder das Angebot auszuweiten, also auch vor allem aus dem Landkreis München von unseren Kreisrätinnen und Bürgermeisterinnen und gucken uns das Thema natürlich sehr genau an. Der Landkreis München hat dazu im Juni diesen Jahres auch schon im Ausschuss sich darüber unterhalten, dass man eben parallel zum Piloten das Thema Gesamtkonzept On-Demand-Verkehr weiter betrachten möchte. Das heißt eben, dass man schauen möchte, welche Maßnahmen und welche Gebiete man im Anschluss an diesen Piloten vielleicht in den Fokus rücken möchte. Und dort ist aktuell der nächste Ausschuss anvisiert, um dort eben weitere Ergebnisse und Erkenntnisse vorzustellen, um möglichst dann so ein Gesamtkonzept nach Zustimmung der Kreisrätinnen ausschreiben zu können. Das heißt, wir planen aktiv neben diesen Piloten schon, wie das Ganze weitergehen kann und diese ganzen großen Themen wie Elektrifizierung, Ausweitung in Nachbargebietskörperschaften sind natürlich essentiell, gerade wenn man sich anschaut, wie der Landkreis München liegt, ist es einfach so, dass wir gerade sehr viele Schnittstellen auch zur Landeshauptstadt haben, aber natürlich auch zu den angrenzenden Landkreisen. Und wir sind auf Verwaltungsebene natürlich auch im Austausch mit allen Verbundlandkreisen im MVV und auch mit der Stadt und haben das Thema da natürlich auch schon aktiv im Blick und tauschen uns da auch sehr ja, regelmäßig zu diesen Themen Bedarfsverkehr, Flex und Ruftaxi aus, um eben diese Schnittstellen auch zu identifizieren. Ja, wunderbar. Ganz vielen Dank für diese Ausführungen. Ich gehe davon aus, dass wahrscheinlich diese zukünftige Entwicklung dann insbesondere auf die technische Integration mit weiteren Apps und Plattformen sich auch noch entsprechend ausweiten wird. Ich habe noch einige Fragen, die so ein bisschen in die Konkurrenz der bestehenden Systeme gehen. Also einerseits, wie kann man das zeitlich trennen, dass die Bedarfe vielleicht unterschiedlich gestaltet werden, dass besonders in Lücken oder bei Ausfällen das S-Bahn-Verkehr zum Beispiel im Münchner Raum einen Raum findet oder insbesondere in Konkurrenz zum Taxigewerbe, beziehungsweise wie da auch die Reaktionen sind, wie da vielleicht auch ihre Kommunikation stattfindet. Und dann gleich auch noch die Frage dazu, wie Sie denn dann Ihre Fahrerinnen finden, die ja auch relativ personalintensiv scheinen durch die kleineren Kapazitäten, kleineren Fahrzeuge. Ja, den nächsten Postdoc mache ich wieder gemeinsam. Bitte. Dann starte ich mal. Also Konkurrenz zu bestehenden Angeboten im MVV, sage ich jetzt mal generell, also im klassischen ÖPNV, haben wir eigentlich dadurch, dass wir diese Parallelverkehrsvermeidung im System haben, schon relativ, würde ich sagen, ausgeschaltet. Das heißt, ich kriege ja nur die Information, dass ich einen Flex nehmen kann, wenn ich eben kein adäquates ÖPNV-Angebot habe. Auch das ist wieder ein Faktor, mit dem wir ein bisschen spielen wollen im Pilotprojekt. Was heißt denn adäquates, sinnvolles ÖPNV-Angebot? Also was darf man denn zumuten? Wie viel Umstiege, wie viel Umweg, wie viel länger darf es dauern und so weiter. Wir haben trotzdem von den Zeiten her, ja auch im Nachtverkehr zum Beispiel, fangen wir schon relativ früh an, einfach um auch zu sehen, wo da die Bedarfe sind und auch abzuleiten. Das kann natürlich auch irgendwann passieren, dass man sagt, okay, bei dem Bus, da fahren wir im Moment nachts noch lang, wo immer nur zwei Leute eigentlich mitfahren. Vielleicht kann man da auch die ein oder andere Fahrt braucht man gar nicht mehr anzubieten, wenn man zum Beispiel dann einen Flex hat. Also das kann sich ja auch gegenseitig ergänzen und muss sich nicht konkurrenzieren. Zum Punkt Taxiverkehr, ich habe noch keine Rückmeldung in dem Bereich erhalten. Ich weiß nicht, ob das im Landkreis anders ist. Kann auch an dem Gebiet liegen, in dem wir gerade fahren.
Wir haben ja doch einige Punkte, die uns von dem Taxiverkehr eben abheben. Ich kann nicht immer und überall fahren. Ich fahre auch Umwege. Ich kann nicht von Tür zu Tür fahren. Es sind schon viele, glaube ich, Grundvoraussetzungen, die sich hier unterscheiden. Aber ich habe jetzt noch kein negatives Feedback dazu bekommen. Ich weiß nicht, ob das beim Landkreis anders ist. Wir haben bis jetzt auch keine negativen Rückmeldungen hierzu bekommen. Und es ist ja auch so, dadurch, dass wir alle Verkehre ausschreiben, können sich ja auch eigentlich alle Unternehmer darauf bewerben. Womit wir beim nächsten Thema wären, Fahrermangel, wie man Fahrer bekommt. Das ist also natürlich auch unser Problem, nicht eher indirekt. Also wir versuchen natürlich alle Verkehrsunternehmen im MVV dabei zu unterstützen, Fahrpersonal zu bekommen. Aber genau, am Ende ist der Verkehrsunternehmer dafür zuständig, was beim Flex ein Vorteil ist vielleicht, ist, dass man nicht den ganz großen Beförderungsschein wie für einen normalen großen Bus braucht. Ansonsten, ja, ist es eigentlich, also hat man vielleicht noch ein bisschen größere Zielgruppe, die man anspricht, wie beispielsweise vielleicht auch Studenten, die das nachts mal machen wollen oder so. Und vielleicht hat man da nochmal andere Voraussetzungen, weil sich ja doch ein bisschen vom klassischen Busfahrer Dasein, sage ich mal, unterscheidet. Vielleicht das auch ist ein generelles Problem. Ja. Vielleicht auch hier noch ein Punkt, das ist ganz spannend, dass dieser Verkehr natürlich eine andere Interaktion mit dem Fahrgast auch mit sich bringt, sodass es eigentlich auch beim Verkehrsunternehmer sehr positiv aufgenommen wird, dass eben dieser Verkehr von den Fahrern auch gerne gefahren wird. Es hat natürlich dadurch, dass weniger Fahrgäste drin sind, aber gegebenenfalls eben mehr Gepäck oder mehr Hilfe beim Ein- und Ausstieg vielleicht auch mal benötigt wird, wenn ein Rollator mit dabei ist oder eben ein Rollstuhl. Und dadurch, dass eben aber die wenigen Fahrgäste im Fahrzeug sind, ganz anders interagiert werden kann, hat das natürlich auch eine andere, ja, vielleicht Herausforderung, aber vielleicht auch eben einen anderen positiven Aspekt für die Fahrer, den sie teilweise sehr zu schätzen wissen. Okay, vielen Dank auch dafür. Der nächste Block ist, war zu erwarten, die Fragen der Finanzierung. Und zwar Kosten in drei Dimensionen. Einerseits tatsächlich aus Nutzerinnensicht, wie teuer das ist und ob das, inwiefern das auch in eventuelle Pauschalticketsysteme wie jetzt 9-Euro-Ticket-Nachfolge oder ähnliches integriert ist. Der zweite kleinere Block ist, wie sieht es mit der Bezahlung des Fahrpersonals aus, beziehungsweise das Anstellungsverhältnis, bei wem ist das dann wie aufgehoben? Und der dritte große Punkt sind die Kosten, so ein Projekt einzuführen, beziehungsweise so jährliche Kosten für Kommunen beziehungsweise Landkreise. Und da hinten dran dann noch die Frage, wenn es besonders hohe Nachfrage dafür gibt, dann wird es ja relativ teuer, weil viele einzelne Einheiten betrieben werden müssen. Inwiefern könnte es da dann auch wiederum eine Überführung in, sage ich mal, konventionelle ÖPNV-Systeme sinnvoll sein? Wie wird das bedacht? Ja. Ich glaube, ich fange mal an mit der Kundenseite und wird dann für die anderen, für manche Themen noch übergeben an Frau Hellenberg. Also es ist im ganz normalen MVV-Tarif integriert. Das heißt, mit jeder MVV-Fahrkarte kann ich den Flex nutzen. Also ich habe eine Monatskarte, ich habe Jahreskarte, Schülerticket etc. Also auch zukünftig mit dem X9 oder 49-Euro-Ticket ja wahrscheinlich oder wie es auch immer dann aussieht. Damit kann ich den auch fahren, weil wir ganz normal MVV integriert sind. Das Einzige, was wir ausschließen, ist die Kurzstrecke, weil ich ja keine festen Haltestellen habe. Also ich kann keine Kurzstreckenfahrt machen. Das Zweite ist, die Fahrer werden, glaube ich, relativ gut bezahlt. Also wie gesagt, das liegt beim Verkehrsunternehmen, aber ohne eine einigermaßen Bezahlung kriegt man im Raum München überhaupt keine Leute mehr. Und die sind ganz normal fest angestellt. Das ist nichts irgendwie mit Scheinselbstständigkeit in Richtung Ride-Hailing-Zeug oder sowas. Also die werden ganz normal angestellt. Und ich habe sogar gehört, durch die Nachtzuschläge und Feiertagszuschläge verdienen die manchmal genauso gut wie regulärer Busfahrer. Also das ist sollte eigentlich kein Problem sein. Dann
würde ich, glaube ich, Steffi an dich übergeben. Genau, vielleicht noch zu den Kosten für den Landkreis. Es ist eben so, wir hatten das vorhin ja schon kurz gehört, dass das natürlich ein Vorteil ist, dass der Landkreis München finanziell vielleicht ganz gut aufgestellt ist. Das ist natürlich nicht günstig. Also man muss jetzt sagen, dass so ein Pilot und gerade auch ein On-Demand-Verkehr an sich einem kein günstiges Produkt ist, aber man muss das natürlich im Verhältnis sehen zu dem Angebot, was wir schaffen. Das heißt, bevor ich jetzt gleich die Kosten auch nenne, die sind alle öffentlich, das heißt, ich kann sie auch verraten, die Kostenschätzung, aber noch zur Einordnung vielleicht, das ist halt natürlich etwas, was man abwägen muss, hohe Kosten versus sehr, sehr gutes Angebot und da muss man wahrscheinlich auf Dauer einfach sehen, dass eben der ÖPNV-Mix, und wir sehen uns ja mit dem Flex ganz klar als Teil des ÖPNV, optimal ineinander greifen muss. Das heißt, da, wo wir eben hohe Nachfrage haben, wo wir Relationen haben, auf denen viele Fahrgäste verkehren, da brauchen wir große Gefäße. Da können wir mit dem Flex nicht agieren. Aber dort, wo wir eben nicht diese großen Gefäße benötigen, wo wir jetzt aber zum Teil vielleicht trotzdem einen Bus einsetzen, um eben ein Angebot ja bieten zu können, da ist dann natürlich der komplett flexible Kleinbus, der mit einem On-Demand-System unterwegs ist, viel, viel besser geeignet. Das heißt, in ja unserer Wahrnehmung ist es eben das Ziel, hier genau zu erkennen, wo brauchen wir die großen Gefäße und wo brauchen wir vielleicht eben das flexible Angebot, um dann im Endeffekt einen optimalen Mix zu haben. Ja, lange Rede. Jetzt anschließend vielleicht zu den Kosten. Es ist so, dass wir eine Kostenschätzung haben vom MVV, der damals das Konzept für uns entwickelt hat, wo wir uns pro Jahr zwischen 1,4 und 1,7 Millionen Euro bewegen für diese 6 Gemeinden, die wo jeweils 3 im Tag- und 3 im Nachtverkehr bedient werden. Das heißt, theoretisch kann man von einem 24-7-Bedienung sprechen, allerdings eben jeweils nur Tag oder Nacht in den 3 Gemeinden. Das ist auf jeden Fall nicht günstig. Das muss man natürlich direkt so vorwegnehmen. Der MVV schätzt immer sehr konservativ, was vielleicht jetzt unser Vorteil ist mit den ganzen Preissteigerungen, die wir gerade überall erfahren, dass wir da auf jeden Fall trotzdem in der Preisschätzung bleiben. Allerdings ist es eben etwas, was wir auch noch genauer ansehen müssen, weil wir natürlich geguckt haben, wie funktionieren andere Pilotprojekte. Allerdings ist es natürlich immer nur bedingt übertragbar. Also ein anderes Projekt in einem anderen Raum hat natürlich ganz andere Grundvoraussetzungen. Bestimmte Kriterien, die wir haben, werden nicht erfüllt. Da muss man jetzt natürlich wirklich die Erfahrungswerte generieren. Einnahmen sind nicht gegengerechnet und ich kann eben noch erzählen, dass wir eben eine Förderung bekommen haben vom Freistaat. Das ist erstmal auf 2 Jahre jetzt genehmigt. Die Förderung könnte nach meinem Stand oder nach meinem Wissensstand auch verlängert werden, wenn wir die Verlängerungsoption ziehen. Und auf die 2 Jahre werden wir ungefähr mit 1 Million Euro gefördert. Das heißt, wir sind in einer sehr glücklichen Position, dass der Landkreis, der Kreistag, die Kreisrätinnen sich dafür entschieden haben, das Projekt mit uns umzusetzen. Aber ich glaube, dass man eben, wenn man jetzt optimiert und guckt, wie das Ganze funktionieren kann, auch für den MVV als Gesamtraum, als Verkehrsverbund viel Erfahrungswerte generieren kann, mit einem optimierten Produkt das Ganze auch in anderen Räumen eben dem Anwendungsfall entsprechend ausrollen kann. Vielleicht noch eine kurze Ergänzung, weil das, glaube ich, auch noch eine Frage war, ob sich manchmal nicht größere Gefäße auch lohnen. Wir haben es auch tatsächlich gesehen, beispielsweise beim Ruftaxi in Fürstenfeldbruck, wenn bestimmte Relationen, das Fahrzeug immer voll ist und die Kapazität voll ist, dann macht zum Beispiel auch eine Buslinie Sinn. Und das ist auch eine Riesenchance, solche Bedarfsverkehre dafür zu nutzen, vielleicht ganz neue Relationen zu entdecken in der Verkehrsplanung. Dass man sagt, man schafft neue Buslinien und Buslinienverbindungen zwischen Orten, die man vorher vielleicht gar nicht auf dem Schirm hatte, weil man im Bedarfsverkehr merkt, okay, die Leute wollen ständig von hier nach hier, da haben wir noch keine Buslinie, ist auch eine Chance für die Verkehrsplanung. Ja, vielen Dank. Aus Kreisratssicht, der ich auch bin, möchte ich auch noch anführen, dass wir uns das leisten, diesen hohen Betrag zu zahlen. Aber diejenigen, die jetzt als Kommunalpolitiker in den Kreistagsmitglieder aus ländlichen Räumen da sind, wo die Haushalte kleiner sind und die Budgets kleiner sind, nicht abschrecken lassen. Wir leisten hier sozusagen ja Pionierarbeit, indem wir zum Beispiel eben diese Vollintegration in die DEFAS hier durchgeboxt haben, durchgekämpft haben sozusagen, also nicht wir, sondern Sie beide und die Programmierer. Korrigieren Sie mich, wenn ich einen Unsinn erzähle, aber das haben eben noch nicht viele geschafft, wenn überhaupt. Insofern ist das Pionierarbeit und
auch diese Integration in das bestehende Tarifsystem, die wir uns hier leisten, ist auch eine Pionierarbeit. Insofern glaube ich oder bin ich überzeugt, dass ein erheblicher Teil der Grundkosten, die da sind, jetzt nicht vom Fahren der Fahrzeuge her kommen, sondern einfach aus der ganzen Pionierarbeit, die geleistet worden ist. Und dafür ist ja auch die Förderung da. Die Förderung gibt es aber auch vom Land, nicht vom Bund, wie gefragt wurde. Vom Land war auch das Logo von Freistaat Bayern zu sehen in der Präsentation. Aber nicht nur jetzt für den Landkreis München, sondern es gibt generell ein Förderprogramm für die Mobilität im ländlichen Raum und für On-Demand-Bedarfsverkehr oder wie das heißt, das ist auch so ein langer Titel. Das Geld im bayerischen Staatshaushalt drin, kann abgerufen werden und es ist auch keine stark degressive Förderung mehr, wie das am Anfang einmal war, sodass die Kommunen dann nach kurzer Zeit allein mit den Kosten dastehen, sondern es ist jetzt eine konstante Förderung über den Projektzeitraum hinweg, sodass die Kommunen vernünftig kalkulieren können. Das ist einer der wenigen Anträge, die mir tatsächlich im Landtag einmal durchgegangen sind und angenommen worden sind. Deswegen weiß ich gerne auf den. So, das dazu, was aber die Grundlage von allem ist, auch das nochmals Appell an die KommunalpolitikerInnen, die anwesend sind. Die Grundlage ist immer eine gescheite Planung. Deswegen kann ich nur ermuntern, die Aufgabenträger, also die Landkreise und kreisfreien Städte, einen qualifizierten, engagierten Nahverkehrsplan entwickeln zu lassen. Am besten mit einem externen Fachplanungsbüro, das von außen drauf schaut. Manchmal klappt es auch von innen, aber ich finde von außen immer besser. Und das einem sagt man, wo was Sinn macht. Und das, diese Maßnahme Flex ist eine von vielen ÖPNV-Ausbaumaßnahmen, die wir im Landkreis München machen. Die basieren allesamt auf unserem guten Nahverkehrsplan, den ich irgendwo da hinten auch liegen habe, der irgendwie 1000 Seiten stark ist oder irgendwie so dick wie früher ein Telefonbuch war, mit einzelnen Maßnahmen. Und da ist das eins davon. Wenn das halt von einem externen, qualifizierten, engagierten Fachplanungsbüro geplant ist, dann hat das Hand und Fuß, weil es nicht irgendwelche spontanen Ideen sind, die sich immer die Politiker in Kreistagen entfallen lassen, so wie wir, sondern es ist halt fachlich fundiert und klappt dann in der eigentlich auch voller Zuversicht, dass das Flex funktionieren wird. Das von meiner Seite, also ja, die Hohen Löhne, wir hatten heute Verkehrsausschuss im Kreistag und haben uns Gedanken gemacht, wie wir Zuschläge zahlen können zu den Tariflöhnen, weil wir uns die Fahrer weggehen und Buslinien den Takt ausdünnen müssen. Also das ist die Situation hier. Da für zu wenig Geld fährt hier niemand. Die Frage ist, wie viel muss man noch oben drauflegen auf den Tariflohn? Und eine Tariftreuerklärung für die Anbieter natürlich wird verlangt. Auch in diesen Schriftaufrufen, die hoffentlich auch für diese Verkehr ist es eine Ausschreibung gelaufen, wie ich gesagt habe. Und das ist selbstverständlich im Rahmen dessen, was in der Branche tariflich zu bezahlen ist. Und ich freue mich auch, dass die Ausschreibung dazu gelungen ist, dass auch ein im Landkreis bekanntes, eines der vielen im Landkreis bekannten und bewährten ortsansässigen Unternehmen den Zuschlag bekommen hat. Und auch da, glaube ich, haben wir dann auch hohe Qualität in der Dienstleistung. Gut, dann würde ich noch zwei kurze, einfache Fragen beziehungsweise drei kurze ans Ende nehmen. Wir haben hier also wirklich eine bald dreistellige Fragenzahl. Ich habe versucht, das so gut wie möglich zu binden. Die Frage war, darf man Hunde mitnehmen? Darf man Fahrräder mitnehmen? Wie funktioniert die Fahrradmitnahme, wenn? Und dann noch so als Schmankerl obendrauf die große Frage, wie flex ist denn der Flex? wenn vier Personen mit unterschiedlichen Zielen an derselben Stelle einsteigen, müssen wir das dann alle gemeinsam buchen oder können die ad hoc auf Zuruf dann sagen, hier will ich raus? Wie läuft das denn? Damit okay, würde ich dann wirken lassen. Danke. Ich versuche mich in einer kurzen Antwort. Hunde bedingt. Also Begleithunde und Hunde in gewissen Gefäßgrößen, aber große Hunde tatsächlich haben wir ausgeschlossen, weil wir da in bestehenden Bedarfsverkehren Probleme damit haben, weil kleiner Raum für die Fahrgäste, wenn da dann ein großer Hund mit drin sitzt und jemand dabei ist, der vielleicht Angst hat, läuft es nicht so gut, gibt es viele Beschwerden. Fahrräder bedingt, würde ich auch sagen, eher ein Klapprad kriegt man bestimmt, also Gepäck können wir halt mitnehmen, aber wir haben jetzt keinen Fahrradanhänger oder sonstiges dabei, deswegen würde ich sagen, Klapprad kann man reinkriegen, wie ja, ein großes Fahrrad eher schwierig. Auf Zuruf geht nichts tatsächlich, weil wir hier uns auf System verlassen müssen. Wir haben einen intelligenten Algorithmus, der das Pooling macht und
wenn man unterschiedliche Ein- oder Ausstiegshaltestellen hat, dann sollte man auch getrennt buchen. Also wenn ich jetzt mit 4 Leuten von der gleichen Haltestelle zur gleichen Haltestelle muss, dann kann ich das super zusammen buchen. Wenn ich aber unterschiedlich aussteigen muss, dann sollte man das auch getrennt buchen, damit das einfach sauber übers System laufen kann. Vielleicht noch als Ergänzung, hier erkennt das System dann auch genau, ob es eben Sinn macht, dass alle 4 Personen, obwohl sie an der gleichen Haltestelle losfahren, mit dem gleichen Fahrzeug fahren oder ob die Wege so unterschiedlich sind oder die Ziele besser gesagt so unterschiedlich sind, dass vielleicht auch 2 Fahrzeuge benötigt werden, weil es einfach nicht mehr sinnvoll gepoolt werden kann, um dem Fahrgast eine ja angenehme Fahrt- und Reisezeit zu ermöglichen. Habe ich noch was vergessen? Super. Nein, ich glaube nicht. Super, vielen Dank. Zunächst mal Dank an den Fabian für die konzentrierte und anstrengende Arbeit am Feierabend. Das über 100 Fragen, die ich veranlasst habe, indem ich vorher gejammert habe, es seien keine Fragen da, tut mir leid. Aber es waren wirklich super gute, spannende Fragen dabei. Nicht alle haben wir geschafft, wenn noch irgendwas unter den Nägeln brennt. Die Kontaktdaten finden Sie dann ja eben in der Präsentation, wie Frau Volpers gesagt hat. Dann danke ich dem Auditorium fürs fleißige Dabeisein. Und bevor ich abschließe, noch ein Termin. Hinweis, nämlich am 25. Oktober, also schon sehr bald, also das nächste Woche, glaube ich, 25. Oktober um 18 Uhr haben wir das nächste Webinar hier mit einem ebenfalls sehr spannenden ÖPNV- und Digitalisierungsthema, das mir persönlich sehr viel Freude macht, das heißt nämlich mit den Öffis in die Berge. Das ist ein Steckenpferd von mir, da ich kein Auto habe, aber wahnsinnig gern wandern und Bergsteigen gehe. Bin ich auf den ÖPNV angewiesen. In Bayern ist es ein bisschen zack, in Österreich ist es ein bisschen leichter, in Südtirol ist es Luxus, in der Schweiz auch. Auf jeden Fall geht das gut mit den Öffis in die Berge und das erleichtert uns ganz stark. Das in Österreich entstandene, aber inzwischen auch in Bayern ansässige Portal, Online-Portal Zugle. Also ein bisschen von Google entlehnt, Zugle, die Suchmaschine Zugle. Und die werden uns die Entwickler vorstellen und die Chefs sozusagen, die Betreiber, die Brains des dahinterstehenden Vereins Bahn zum Berg. Das kommt aus Wien. Das österreichische Brain Martin Ebner und das bayerische Pendant Nikolaus Vogel. Am 25. Oktober, 18 Uhr, kann ich wärmstens empfehlen, wird sicher super spannend. Damit schließe ich und vor allem mit einem herzlichen Dank und wenn wir jetzt in einem Saal wären, einen brandenden Applaus für Sie, Frau Ellenberg, und für Sie, Frau Volpers, für die hervorragende und gut verständliche Präsentation und für die vielen, vielen Fragen, die Sie so eloquent und perfekt und fachkundig beantwortet haben. Dankeschön.